Willkommen zur Immun United Abstimmung und damit herzlich willkommen zu allen FIFA-Teilen, die wir so bislang gemacht haben. Ja, so sieht's aus. Hi, wir machen heute nun die Überblicksabstimmung. Wie ihr sehen könnt, wir spielen hier gerade FIFA 12. Ja, Tata, wir haben mit FIFA 12 angefangen. Das ist schon ewig her und damals haben wir das Spiel nicht zu 100% gespielt, sondern wir haben ein bisschen was gespielt. Ihr seht das jetzt ausnahmsweise mal in HD oder fast HD, also na, ihr wisst ja, wie ich das meine. Vorher gab es das in 460p und von daher gucken wir mal. So, man sieht einfach, dass unser Stand vom 8.9.2012. 8.9.2012 ist schon ewig her. Naja. Das waren noch Zeiten. So, natürlich, ich habe hier abgespeichert gehabt vor dem 34. Spieltag, der 34. Spieltag. Ihr könnt euch natürlich den nochmal angucken, den 34. Spieltag. Wir können uns ja alles Mögliche angucken. Und natürlich können wir uns auch die Mannschaften angucken. Und das ist das viel Wichtigere. Das werden wir jetzt in jedem Team tun. Hier, ihr dürft ja entscheiden, mit welchen Spielern wir bei Immun United nächste Saison spielen sollten. Wir haben hier ein 82er-Team, mit Immun United spielen sollten. Das heißt, ihr schreibt sozusagen eure 11 Spieler auf, die zu Immun United dazustoßen sollen. Ja, eure 11 Spieler, die zu Immun United dazustoßen sollen. Alle Spiele, also alle FIFA-Teile, die wir hatten, von FIFA 12 bis FIFA 20, sind berechtigt. Ihr könnt theoretisch den ganzen Kader von FIFA 12 nehmen, theoretisch, also ne, Startelf-mäßig. Die Spieler, die am meisten gewählt worden sind, die werden dann zu Immun United dazugefügt. Was dann gleichzeitig bedeutet, wenn wir jetzt nur Stürmer haben, ihr wisst Bescheid, wird das ziemlich kompliziert. Also, wichtig ist natürlich, dass ihr auch eine, sozusagen eine Taktik vorausschlagt. Wir haben hier bei FIFA 12 damals mit der 4-3-3 gespielt. Ja, man sieht einfach, Kane ist einfach hier mit einer 90 dabei. Also, den haben wir damals ja bei Immun United tatsächlich etwas schwächer gemacht. Das lag einfach daran, dass der ja, wie ihr sehen könnt, im Endeffekt wirklich aufs Tempo hinausläuft. Das ist natürlich so eine Sache für sich. Ja, Tatsache. Der lief aufs Tempo hinaus und das hat eben bei FIFA 20 so komplett seine 90er-Wertung komplett runter zerstört. Ich glaube in der 81 oder so, weil alles andere eher so mäßig ist. So, sonst was haben wir noch? Wir haben noch Ushida noch als Rechtsverteidiger, 74er-Verteidiger. Dann haben wir Hövedes. Dann haben wir Wollscheid als Innenverteidiger. Der hat uns ja damals hier bei FIFA 12 ziemlich oft geholfen. Christian Fuchs, ja, den haben wir nicht wirklich trainiert, das sieht man einfach. Dann Rudi haben wir, dann haben wir Neustädter, Josef Matip, ja, den haben wir als defensiven Mittelfeldmann, nicht als Innenverteidiger, bei Liverpool spielt er ja als Innenverteidiger, wir haben ihn ja als defensiven Mittelfeldmann, das hieße ja dann, wenn er dann bei uns wieder sein würde, würde er als defensiver Mittelfeldmann sein, wäre natürlich schon krass, ne? Huntela, klar. Wakesham, das war unser Stürmer. Das war unser Stürmer. Ja, ich hatte mich damals ja wirklich nicht für Wakesham hier entschieden, weil ich mir gedacht hatte so, ja gut, den können wir zwar holen, den Engländer. Aber ich weiß nicht, ob der vielleicht so ein bisschen Konkurrenz zu Jellyfish oder zu Yeboah sind. Deswegen, also mit einer 90er Sturm, das ist schon heftig. Dann haben wir hier Pukki, Timo Pukki. Den gibt es ja immer noch in echt. Auf unserer Ersatzbank damals haben wir die Davi, den haben wir ja geholt gehabt. Weiß gar nicht, wie der hier heißt. Na, auf jeden Fall hier einen Rechtsverteidiger haben wir hier. Julian Draxler haben wir. Dann natürlich Höger haben wir. Philips, das ist unser Ersatztorwart. Man darf nicht vergessen, das ist unser Ersatztorwart. 88er Ersatztorwart, da muss man einfach mal erstmal haben. Dann haben wir Moritz, Hurado. Ja, der eigentlich in echt ja sehr enttäuscht war am Abschluss. Aber was soll's. Dann Baumjohann haben wir als offensiven Mann, Per Kluge haben wir, Holtby, Redmond. Ja, Redmond, einer der Superspieler, der Superflügelspieler, aber dadurch, dass wir eigentlich Flui und Rufus auf dem Flügel haben, hat das eigentlich auch mit Redmond nicht so wirklich funktioniert. Ralf Fährmann als Ersatztorwart. Mhm. Dann haben wir Kirate. Ja, Kirate, Daniele Kirate. Also, das ist definitiv ein geiler Spieler gewesen. Den haben wir ja auch im Spielermodus gehabt. Ja, er hat eine 77 eben, weil er im ersten Jahr ist. Also das darfst du eben nicht vergessen. Papadopoulos haben wir hier. Moon, den haben wir ja tatsächlich in Immun United dazu getan. Den Koreaner Moon. Man sieht einfach, dass seine Schusswerte eine Katastrophe sind. Aber sonst, der ist eigentlich, der hat eine gute Ballkontrolle. Das hat man auch bei Immun United in letzter Saison gemerkt. Hat man gut gemerkt. So, De Guzman und Escuerdo. Das ist die Mannschaft von FIFA 12.
dann würde ich mal fast schon sagen, also tendenziell, ihr könnt natürlich auch sagen, so von wegen, das sollten wir machen. Man sieht auch hier, was wie viele Tore die gemacht haben, ne? In 44 Spielen, 42 Tore, 48, 43. Also das ist jetzt nicht so, dass die irgendwie hier, ne? Man sieht auch einfach, dass wir hier wirklich rotiert haben. Martip hat tatsächlich nur 4 Spiele gespielt. Also müssen wir ja wahrscheinlich wirklich hier jemand anders gehabt haben, den wir hier eigentlich normalerweise hier haben, stehen haben. Guck mal, zum Beispiel die Davi hat, ne, hat viel, viel mehr gespielt. Ne, ihr wisst Bescheid. Wahrscheinlich hat Redmond auf der Position gespielt. Ja, Redmond hat auf der Position gespielt. So viel dazu. Also, ihr könnt euch natürlich dementsprechend das aussuchen. Das ist der Kader vor FIFA 12. Wir gehen zu FIFA 13. So, und dann sind wir schon bei FIFA 13. Starten wir mal. FIFA 13 haben wir ja zu 100% gespielt, wobei man sieht jetzt gerade nicht zu 100% gespielt. Ich kann mich erinnern, dass wir es zu 100% gespielt haben. Was fehlt hier? Guck mal, wahrscheinlich der Trainerwechsel fehlt, den wir da nicht abgespeichert haben. Perfekt, das ist so perfekt. Trainerwechsel fehlt, okay, sehr schön. Gut, den habe ich nicht abgespeichert. Okay, also eigentlich haben wir das Spiel zu 100% gespielt. Das könnt ihr euch auch angucken, das ganze Let's Play. Haben wir 100% Run gemacht. Also so sieht ungefähr FIFA 13 dann komplett aus. Das ist im Endeffekt die Legacy Edition. Damals habe ich ja gedacht so, oh, wir spielen das weiterhin für diese Konsole. Und da haben wir gemerkt, Legacy Edition. Ja, dementsprechend. Aber gut, dann haben wir da habe ich den Verein nicht gewechselt. Das ist perfekt. Hier haben wir wieder Leon Müller. Das ist genau derselbe Trainer. Manchester City. Letztes Video aufgenommen am 26.06.2013. Also muss man auch mal erstmal kriegen, ne? 2013. Ich weiß gar nicht, was ihr an diese Zeit, an diesem Tag gemacht habt. Letztes Spiel, Champions League Finale gegen Juventus Turin. Sehr schön. Wir haben einen Unentschieden gehabt. Theoretisch gesehen können wir natürlich auch da die Tabelle mal nicht angucken. Aber ihr könnt auch heute das Spiel angucken, Manchester City gegen Juventus Turin. Macht das gerne. Frisur ist mittlerweile ein bisschen anders. So, wir gehen mal gucken, wie das Team hier aufgestellt ist. Natürlich haben wir hier heftige Spieler. Negredo zum Beispiel ist ja auch einer der Spieler. Nastasic ist sogar der beste Spieler in unserem Team. Gut, da stellt sich natürlich dann die Frage, warum, wieso, weshalb. So, hier hat man schon gesehen, hier spielen wir schon mit der Taktik, mit der wir ja heutzutage spielen. Das heißt also tatsächlich mit der 4, mit einer, Gott, 99 Tore, 98 Tore, heftig. Hier haben wir tatsächlich die Viererkette, Vierer Mittelfeld und Zweier Sturm. Das ist ja die Taktik, die wir ja heutzutage auch kennen. Und wir gucken uns das gerne selbstverständlich nochmal an, was denn wie ist. Also, hier haben wir dann natürlich Joe Hart im Tor, der 95er Joe Hart. Das ist natürlich heftig. Dann Mike Conn haben wir dann als Rechtsverteidiger Company, der ja in echt mittlerweile aufgehört hat, 84er. Kolarov, normalerweise Linksverteidiger. Ja, aber wir haben David Alaba, haben wir. David Alaba, ja, man darf nicht vergessen, das ist jetzt 74er Alaba, der war damals, glaube ich, echt tatsächlich erst aus der Jugend der Bayern hochgezogen worden. Den haben wir hier nicht wirklich trainiert, aber das hat ja trotzdem was geholfen. Ich weiß gar nicht, wie viele Spiele der gespielt hat. Der hat, 22 Spiele gespielt. Ja, Kolarov, dann haben wir Milner, dann haben wir David Silva, Nani ist bei uns auch noch im Team, Sinclair, also Nani und Sinclair, Sinclair ist, glaube ich, aus der eigenen Jugend bei uns. Nani war sogar verletzt, sagen wir mal. Dann natürlich vorne im Sturm Zlatan Ibrahimovic und Edin Dzeko. Das waren unsere beiden Stürmer. Das ist ja hier fast so ein Nostalgiefaktor. So, wen haben wir denn noch gehabt? Wir hatten natürlich auch noch Nasri, der ja in echt Abwärtstrend gekriegt hat. Dann haben wir auch natürlich einen Mario Götze, den haben wir auch noch geholt. Negredo, der ja auch bei Immon United war. Man sieht einfach, dass waren mal seine Grundwerte. Der ist so abwärts gegangen, liegt aber einfach daran, dass das Alter eben das große Problem ist. Er ist halt ein alter Spieler, der eigentlich in echt zwar noch spielt, aber irgendwo, glaube ich, in der zweiten Liga oder so, relativ unwichtig. Ja, dann haben wir jetzt Zabaleta, haben wir noch Jorginho Wijnaldum. Den hatten wir tatsächlich bei uns. Damals ja auch ein Talent, Nastasic. 95er Nastasic. Ich weiß nicht, warum ich den hier nicht angestellt habe. Wahrscheinlich haben wir den hier gehabt, aber ich... Oder? Ja, der hat eigentlich gespielt. Also, Nastasic ist eigentlich hier gesetzt gewesen. 95er Innenverteidiger. So, Garcia als Torwart, als Ersatztorwart. Dann haben wir hier unsere Reservisten. Ja, Daniel Girate haben wir schon wieder gehabt. Den haben wir hochgezogen. Dann haben wir Doolan, Prosha, dann haben wir Bor, ja, Girate, genau derselbe Girate.
ich weiß, das war damals noch so, dass ich mir damals ja gedacht habe, so, doch, die Spieler, die eigentlich gut waren, die nehmen wir doch mal. Heutzutage machen wir das ja nicht. Heutzutage versuchen wir, jeden Kader anders zu gestalten. Richards natürlich, dann unseren Flashman, George Flashman. Der ja auch bei Immun United in dieser Saison dabei war. 86er, Tempo 92. Ihr könnt euch vorstellen, warum wir den damals genommen haben. Ja, als ST funktioniert der. Ja, aber... Na, ihr wisst Bescheid. Wir haben ihn ja jetzt als ZOM genommen. Dann haben wir Little auch noch hier. Spellman haben wir. Dann Moon. Ja, das ist genau derselbe Moon, der andere Moon ist. Und natürlich auch der Kane, der andere Kane ist. Also da merkt man einfach, was für heftige Spieler. Na, 93er, den habe ich ja von hier nicht genommen. Ich habe den ja von dem anderen, der von einer Karriere genommen. Ich glaube, sonst wäre Czerny vielleicht nicht die Nummer 1 bei uns geworden. Mit einer 93, das ist schon heftig. Aber nun gut. Das ist der Kader von der PlayStation, sag ich schon. Von der Konsole der Switch. Das heißt, wir switchen jetzt um. Switch, sag ich schon. Wii U. Wir switchen aber jetzt um auf die PlayStation 3. Auf die PlayStation 4. Genau. FIFA 14. Gehen wir rüber. Na, also das ist der Kader von FIFA 13. So, da sind wir. FIFA 14 für die PlayStation 4. Ja. Die Geschichte mit der PlayStation 4 und so habe ich schon, glaube ich, öfter erzählt. Ich glaube, hier brauche ich sie nicht nochmal erzählen. Ja, PlayStation 4. Tatsache, von der Wii sind wir auf die PlayStation gewechselt. Genau, die sind bereits alle offline. Mal gucken, wie weit das noch nach hinten losgeht, nach offline. Schauen wir einfach mal. Auf jeden Fall hier sind wir bei der PlayStation 4 für FIFA 14. Wir sind gewechselt zu Werder Bremen. Bei Werder Bremen sind wir entlassen worden und sind dann zu Ingolstadt gegangen. Das heißt, also, wir haben tendenziell hier sehr viel heute grundsätzlich zu gucken. Einerseits natürlich das Team hier, andersrum auch das Team von Werder Bremen, weil da waren wir ja eigentlich am Anfang und genau deswegen gehen wir auch dahin. Also, Werder Bremen haben wir ja ein bisschen geformt, so ein bisschen geändert. Ich weiß gar nicht, ob man das sich... Ja, kann man, perfekt. Ob man das sich hier anschauen kann. Also, natürlich, wir hatten Lionel Rack im Tor bei Werder. Wolf als Ersatzspieler. Dann Nils Petersen haben wir im Sturm gehabt. Die Santo hatten wir im Sturm gehabt. Wir hatten Füllkrug. Player. Der war eigentlich interessanterweise ja für viele so ein völlig unbekannter Spieler damals. Ich glaube, heutzutage ist er, der fällt er auch nicht auf, aber damals war der wirklich tatsächlich ein Spieler, den man auch hätte noch überraschenderweise nehmen können. Dann haben wir Welch aus der eigenen Jugend, Ekeci. Dann haben wir Yildirim. Macchiadi haben wir noch als ZDM. Dann natürlich Dos Santos, den haben wir damals. Damals war der, glaube ich, bei Barcelona. Völlig unwichtig, der war in echt dann auch, glaube ich, gewechselt, leihweise. Und wir haben ihn einfach geholt. 80er Mittelfeldmann. Junuzovic haben wir noch damals gehabt. Dann Lukas. Aber das ist nicht der Lukas, der jetzt bei Dingsenkirchen ist, bei Tottenham. Aber da sehe ich jetzt gerade, dass wir doch eine Doppelung haben. Noch ein Jugendspieler, dann haben wir Felix Groß. Den haben wir ja bei Hansa Rostock auch, ne? Da darf man eigentlich nicht vergessen. Wir haben Felix Groß auch schon mal bei Hansa Rostock gehabt. Okay, dann also, ich dachte, wir hatten den jetzt nicht gehabt. Naja, was soll's. Dann haben wir Ignowski. Tuneball hatten wir noch. Dann haben wir Obertan. Den haben wir ja auch bei Immun United später gehabt. Dann Elia. Ja, der hat auch bei Werder Bremen gespielt. Dann haben wir hier noch einen Jugendspieler. Quarner. Dann Gebre Selassie. Haben wir natürlich auch. Trash haben wir auch gehabt bei uns, bei Werder. Haben wir geholt. Dann Slegers. Auch dabei. Dann Lukas Schmitz. Röcker haben wir noch gehabt. Brödel haben wir wieder gehabt. Ja, Tatsache, ich glaube, Brödel ist der Spieler, der bislang am meisten bei uns in der Karriere dabei war. Ich glaube schon. Bei Ingolstadt haben wir den ja nämlich auch gehabt. Später. Ich glaube, da ist er, glaube ich, in echt sogar noch Ingolstadt gewechselt. Und deswegen hatten wir ihn da auch gehabt. Also, ich glaube, Brödel haben wir tatsächlich am meisten gehabt. Müssen wir gleich mal gucken. Dann haben wir hier Lukas Galioda. Dann haben wir dann einen Innenverteidiger. Pavlovic.
Und das war's. Das sind unsere Bremer Mannschaft. Und wir gucken uns natürlich auch die Ingolstädter Mannschaft an. Die Ingolstädter Mannschaft war ja eher so, ja, wir sind eben gewechselt, weil ne, wir entlassen worden sind. Und dementsprechend die Aufstellung von Ingolstadt. Da haben wir natürlich die, haben wir natürlich Weiß im Tor. Dann haben wir hier Vera als Innenverteidiger, als Linksverteidiger. Nicht schlecht aus. Die Werte, ja gut. Muss man mal so sagen, wir haben eben damals noch nicht so darauf geachtet, das mit Training und hast du nicht gesehen. Das machen wir ja heutzutage. Das ist einfach, ne, früher wusstest du das nicht und hast gedacht, ach, das ist unwichtig und alles Mögliche. Heutzutage ist es wichtig. Dann haben wir Gunesch, haben wir noch als Innenverteidiger. Matip. Ich glaube, Matip und Suare und Danilio haben wir beide auch Ewigkeiten gehabt. Also, mal gucken. Feitzner haben wir dann. Morales als Rechtsverteidiger. Der hat auch diverse Male seine Position gewechselt. Ich glaube, später ist das im Mittelfeld gegangen. Büchner haben wir. Dann haben wir Kajobi. Lappe, der war ja unser Stürmer. Und ein Jock. Ein Jock ist ja derjenige, der ja sogar bei Immon United dabei war. Also, der hat als Stürmer bei Immon United gestürmt. Ja, auch eben wegen dem Alter eher, ja, nicht so wichtig. Özcan, Torwart, Ersatztorwart, Groß als Ersatzspieler, Aigner, ja, den haben wir auch hier gehabt schon. Dann Korkmaz, Roger, Hartmann, Cohen, dann haben wir hier Quariner, Ufusu, Reichmeier, Grassmüller, Mijatovic, dann Schlaffner und das war's. Also das ist unsere Mannschaft bei Ingolstadt. Hier haben wir tatsächlich mit einer anderen Taktik gespielt. Hier haben wir mit einer 4-2-3-1 Taktik gespielt. Tendenziell ist das ja gar nicht so schlimm, so eine Taktik zu spielen. Das Problem ist das, ne? Ihr habt ja gesehen, später spielen wir ja tatsächlich öfter auf 4-4-2. Und ja, das hat sich ja mehr oder weniger durchgesetzt. Ich habe ja nicht so wirklich da eine gute Taktik immer gefunden, aber mit der Taktik kam man eigentlich dann, glaube ich, gut zurecht. Wir sind ja später in die Europa League gekommen. Und ja, dann würde ich mal sagen, sehen wir uns dann gleich im nächsten FIFA wieder. Das ist dann für die PlayStation 3. Also, schauen wir mal. So, da sind wir bei FIFA 15. Das Ganze mal hier an. So, ihr seht da oben, die Aufnahme ist ein bisschen älter schon, ich weiß. Ihr da draußen denkt auch so, oh Gott, warum bloß? Aber passt schon. So, also, Trainerkarriere-Fortsetzung. Machen wir fortsetzen. Schauen wir mal, wie das Ganze hier aussieht. Also, Juventus Turin, der nächste Gegner. Gucken wir mal, wie unser Kader damals aussah. Beziehungsweise, wie das überhaupt aussah. Also, na, es ist auch genau dieselbe Situation wie auch schon bei der Wii. Na, wir hatten damals das noch nicht in hochskalierter Technik. Und man sieht einfach hier, das sieht alles schon viel besser aus. Ne? Das sieht alles schon hier viel besser aus. So, also, Aufstellung, Mannschaft, ja, wir spielen auch hier mit einer 4-2-2 Halten-Taktik. Das kennt man bereits. Haben wir ja schon in den anderen Spielen jetzt auch gehabt. So, hier haben wir natürlich auch hier diverse gute Spieler eigentlich, man darf es eben nicht vergessen. Unter anderem hier Matthew Lecky, die haben wir ja auch tatsächlich in unserem Team gehabt. Ne? Also Lecky haben wir tatsächlich in unserem Team gehabt bei Man United und auch Andreas Cornelius hatten wir in unserem Team gehabt. Levein auch. Das sind ja die Spieler, die ja bei uns tendenziell dabei waren. Genau, die haben es geschafft. Die sind in unserem Kader gelandet. Dann haben wir natürlich auch Morales hier noch, dann haben wir hier Saler, der ja eigentlich aus meiner Sicht damals echt ein Spieler war, der durch die Decke gehen hätte können, aber irgendwie das nicht wurde. Jung, das ist ein Jugendspieler, dann haben wir Sutner, haben wir auf der linken Seite, Prüdel haben wir in der Innenverteidigung, Brigerie haben wir auch hier, dann haben wir hier Da Costa und Nyland im Tor. Ja, ich glaube, aus dem ist auch nicht viel geworden. Dann natürlich auch viele der Jugendakteure, die wir hier auch auf der Ersatzbank haben. Ne? Unter anderem hier haben wir Mustafi als Ersatzspieler. Dann haben wir hier Bauer. Dann Groß. Schwegler. Ja, Schwegler war einer der Spieler, die eigentlich tendenziell, man sieht es einfach auch, hier das Team eigentlich sogar hochgepusht haben. Ne? Das darf man eben nicht vergessen. Dann haben wir Hinterseher, der ja auch mittlerweile viel, viel besser ist als hier in dem Spiel. Dann Koffler. Van Wetsch, der ja bei uns dabei war. Und guckt euch mal an, die Ausdauer.
das ist schon heftig. Ist schon heftig, absolut. Also, ne, klar, hier sind einige Sachen, wo man sich so denkt, so, oh je, aber nein, doch, tatsächlich. Es ist einfach, wie es ist. So, dann Parensen, junger Spieler. Günther Schmidt, das ist ja auch einer Spieler, der ja auch mittlerweile, glaube ich, in der zweiten Liga spielt. Hartmann haben wir hier noch. Dann haben wir auch noch Jainta. Framberger, Ilsacker. Ja, Ilsacker als Stürmer noch. Cohen haben wir noch. Dann hier Martip, das ist der andere Martip. Und das sind die Spieler von Ingolstadt von FIFA 15. Ich glaube, bei FIFA 16 haben wir die Spieler, die wir hier haben, eigentlich, glaube ich, alle übernommen. Und deswegen kann das sein, dass hier die vielen Spieler, die wir jetzt hier haben, gleich nochmal kommen. Ich muss das mir mal angucken. Ich werde es trotzdem hier zeigen und trotzdem erzählen. Also, gehen wir mal in das andere Team, würde ich mal sagen, ne? So, und da sind wir schon bei FIFA 16. Auch hier müssen wir laden, klar. Aber interessant, dass die EA-Server tatsächlich noch bei diesen alten Spielen wirklich noch da ist. Ne? Das ist schon krass, wenn man das mal nicht vergessen darf. Also, ach komm, wir nehmen die mal an. Gelesen, angenommen. Ich weiß nicht warum, aber anscheinend habe ich hier lange kein FIFA mehr gespielt. Ja, ich weiß. Schon lang. Also ich weiß ja nicht, wer jetzt noch FIFA 16 spielt. Aber diejenigen, die noch spielen sollten, vielleicht haben die auch Spaß an diesem Spiel. Natürlich. Aber ich habe schon sehr lange da nicht mehr gespielt. Ja. So. Das dauert jetzt hier anscheinend ein bisschen länger als eben, aber was soll's. So, FIFA 16. Genau, Spiel gestartet. Seasons. Oh, wir können Cristiano Ronaldo leihen. Wir können Ultimate Team spielen. Nein, alles gut. Wir spielen natürlich die Karrieremodus weiter. Nein, wir spielen den nicht weiter. Ich zeige euch den doch nur. Mann, ey. Natürlich hätten wir jetzt hier auch noch die Karrieremodus weiterspielen können. Das hatte ich ja mal vorgeschlagen, dass wir so ein Retro-FIFA-Ding machen. Dass wir wirklich alte Karrieremodis einfach weiterspielen. Ja, wurde nicht angenommen, ne? Macht nichts, aber dadurch können wir jetzt ja trotzdem uns die ganzen Teams angucken. Ich weiß, ich laber jetzt hier gerade ein bisschen Müll, aber passt schon. So, nächste Karriere, das ist die Karriere mit, ja, Ingolstadt, das ist das, was ich eben erwähnt hatte, Sané noch bei Schalke, und die Mannschaft. Eigentlich, glaube ich, ist sie kaum anders, dadurch, dass wir sie eben übernommen haben, aber man sieht schon etwas anders. Also einige Spieler sind ein bisschen besser geworden. Matthew Lecky zum Beispiel haben wir hier vorne wieder im Sturm. Andreas Cornelius haben wir auch im Sturm. Dann haben wir hier Klostermann. Ja, Tatsache, der Klostermann, der ja eigentlich Verteidiger ist. Den haben wir hier als Mittelfeldmann. Das liegt aber daran, das seht ihr da an der Seite. Antritt und Geschwindigkeit ist schon heftig. Ja, Bauer haben wir ja wieder hier. Van Wetsch ist auch da. Der ist aber schlechter geworden, glaube ich. Groß haben wir hier, dann haben wir Suttner wieder, Brigerie als Innenverteidiger, Prüdel als Innenverteidiger, Da Costa und natürlich auch Nieland. Dann Danilio haben wir dabei, Christiansen haben wir dabei, Morales, Rizzo, das ist ein junger Spieler gewesen, Marte, Partmann ist wieder da, Levain auch, Levain als rechter Mittelfeldmann, scheint abgelöst geworden von mir. Ja, Saler hat abgebaut, Lazaro haben wir hier, Timo Werner. Der Timo Werner. Der Timo Werner ist tatsächlich hier und als ST und LM. Der hat als 20-Jährigen sogar bei Ingolstadt gehabt. So, Jahrstein. Man darf es nicht vergessen. Jahrstein haben wir auch gehabt. Tatsache, Jahrstein haben wir auch schon mal gehabt hier in unserem Team. Damals eher nicht so wichtig, weil wir eben hier Nyland haben. Aber Jahrstein tendenziell auch ein Torwart für Immon United. Aber nun ja, das ist im Endeffekt auch da die Mannschaft. Also hier haben wir wirklich kaum Veränderungen gegenüber dem bei FIFA 15. Aber dennoch, einige Spieler sind ein bisschen besser geworden. Deswegen würde ich mal sagen, wenn ihr sagt so von wegen, ja, wir sollten Matthew Lecky wieder in unser Team nehmen, ne? Dann werden wir natürlich den Matthew Lecky von FIFA 16 nehmen und nicht von 15. Ihr wisst, wie ich das meine. Gut. Hier gibt es also dementsprechend nicht viel zu sehen, nicht viel zu sagen. Auch da 4-4-2 defensiv. Das ist ja meine Taktik. Und damit gehen wir ins nächste FIFA. Und das auch dann schon in die nächste Generation, nämlich bei der PlayStation 4 wieder. Und dann sind wir schon. FIFA 17. Ja, ab jetzt wird das ja wahrscheinlich für viele von euch schon etwas bekannter. Ne? Also einige, glaube ich, sind schon eingestiegen, so FIFA 17. Also ich kann mir vorstellen, die ganz, ganz alt eingesessen sind eingestiegen bei FIFA 12 oder 13. Und viele von euch dann wieder bei FIFA 17 und 18. Gucken wir mal, wie das Ganze denn damals aussah. Wahrscheinlich der ein oder andere würde jetzt sagen, ah, das waren noch Zeiten, immer 2016, 2017.
3 Jahre her ist es. Zeit verfliegt. Also, dementsprechend, wir schauen einfach mal, wie es bei FIFA 17 aussieht. Natürlich, wir haben jetzt hier schon angefangen mit Professionalität. Das heißt also, ab jetzt haben wir mit Livestreaming angefangen. Okay, FIFA 17 haben wir, glaube ich, das letzte Mal dann tatsächlich nur das Ende gelivestreamt. Also die ersten, glaube ich, der allererste Livestream überhaupt hier war tatsächlich dann damals bei, ich glaube, wir haben damals hier Seasons gespielt. Und ja, das ist aber jetzt völlig unwichtig. Nostalgie hin und her, wir gehen in den Kader. Wir gehen in den Kader von Leverkusen. Ich glaube, ab jetzt habe ich tatsächlich auch immer am Ende der Saison die Kader mir angeschaut und euch die gezeigt. Aber ich habe das ja jetzt hier heute alles in einem Video machen wollen. Also von daher passt das schon. Interessanterweise habe ich mich damals hier auch sogar Dennis Immon genannt. Warum haben wir uns nicht Leon Müller genannt, wie sonst immer? Naja, egal. Was soll's. Also, hier die Aufstellung von Immon United. Von Immon United sag ich schon. Ihr könnt entscheiden, ob dies die Aufstellung von Immon United ist. So rum. Also, die Aufstellung des Ganzen. Ryan Jellyfish steht außen vor, da brauchen wir nicht überlegen. Das ist der Ryan Jellyfish mit einer 84. Ja, mittlerweile ist er ja schon deutlich besser, aber damals bei FIFA 17 hat er eine 84 gehabt. Kevin Volland, unser der Stürmer mit einer 82 bereits. Wie ihr seht, es ist mittlerweile auch so, dass ich auch die Spieler jetzt trainiere. Vorher war das ja so, dass ich sie ja nicht trainiert habe. Habt ihr ja gesehen. Und mittlerweile sind sie auch im Training drin. Çanakkale als ZOM-Spieler. Ja gut, kann man mal machen. Julian Brandt haben wir auch hier noch. Dann Bender. Das ist, glaube ich, der Lars müsste das sein. Dann haben wir Rangis. Dann in der Innenverteidigung haben wir Hennings, ja, der ja mittlerweile international unterwegs war. Hanna, der ja bei uns auch bei Immon United drin war. Man darf nicht vergessen, der hat jetzt 167. Die ist natürlich jetzt nicht optimal, klar, aber ne, als Innenverteidiger hat er schon ausgereicht. Dann haben wir Baudet. Auch der hat sich, glaube ich, in echt nicht durchgesetzt. So, Costa. Gefühlt hatten wir Costa genauso oft wie Hartmann oder Prüdel oder wie auch immer. Aber auch diverse Male, da Costa, Rechtsverteidiger, guter Rechtsverteidiger, können wir theoretisch natürlich auch haben, wenn das natürlich, wie gesagt, Doppelungen sind, wenn wir natürlich den Besten aus den Spielern rausholen. Bernd Leno im Tor, dann haben wir Özcan, der haben wir auch diverse Male gehabt, ne, auch bei Ingolstadt. Der Jonas Tatar als Innenverteidiger, 82er, ich glaube, wir haben tatsächlich, glaube ich, im letzten Spiel nur so mit B11 gespielt. Baumgartlinger, dann Engel, Dragovic, Costa, auch hier Jugendspieler. Dann Chicharito, ne? Ja, Hernandez steht da, aber eigentlich hat er auf sein Trikot Chicharito gehabt. Memedi hatten wir, Bojan Palo, der ja gefühlt auch überall hingewechselt ist, der Finne. Dann Leon Bailey, der junge Leon Bailey haben wir sogar hier. Dann Schreck, auf den habe ich ja mehr gesetzt als damals ein Havertz. Kruse. Wendell, tatsächlich Wendell als 81er-Spieler. Ich glaube, mittlerweile hat er ungefähr auch dieselbe Bewertung. Stefan Kiesling, dann Hilbert haben wir und da ist Havertz. Ja, wir haben tatsächlich mehr auf Schreck gesetzt als auf Havertz. Havertz heutzutage natürlich ein genialer Spieler. Damals eine 60. Damals hat er eine 60 gehabt. Also es ist natürlich schon eine Geschichte, wenn wir Havertz natürlich zu uns tun würden. Bei Immon United, ja gut. Dann Jitwaid haben wir, Toprak haben wir, Bellarabi haben wir. Dann haben wir hier einen Becker, dann haben wir einen Malahu und einen Papadopoulos. Ja, Papadopoulos, den haben wir ja bei Schalke auch schon gehabt, bei Leverkusen auch. Also wir haben schon hier eine interessante Taktik gehabt. Hier haben wir mit der Taktik gespielt, mit der 4-1-2-1-2 Taktik. Das ist ja die Taktik, die ich ja gerne online benutze. Liegt einfach daran, dass ich da Kontrolle eigentlich über das ganze Feld habe, außer über die Mitte. Und das ist eigentlich eine super Taktik, aber nun ja. Also, das ist die Mannschaft von FIFA 17. Dann gucken wir mal auf die Mannschaft von FIFA 18. Das war, glaube ich, das erste. Nee, das war noch nicht das Livestream-Projekt. Das war das letzte Mal, wo ich eigentlich gedacht habe, dass wir dann mit FIFA aufhören. FIFA 18. Aber wir wissen ja, wir spielen ja auch FIFA 21. Also, nächsten Kader bitte. So, da sind wir. FIFA 18. Ja, mit Cristiano Ronaldo noch vor einem Trikot von Real Madrid. Ja, so läuft das eben. Ne? FIFA 18, das war das FIFA-Spiel, was auch die Weltmeisterschaft beinhaltet hatte. Also ich habe hier dir noch die Normalversion. Also du hättest, damals konntest du dir auch die mit dem Cover, mit der Weltmeisterschaftscover drauf tun. Fand ich damals nicht so gut. Aber nun gut, das ist eine andere Sache.
Wir wollen hier Kader gucken und nicht irgendwie Spielladesequenzen gucken. Aber irgendwie gefühlt hat dieses Video, glaube ich, 20% Spielladesequenzen. Ja. Ich glaube, wollte schon irgendwas sagen, aber wir lassen es bleiben. Also so oft, wie wir hier Ladesequenzen haben. Klar, ich hätte die jetzt alle rausschneiden können, aber nee, der immer und nicht. So, interessanterweise hier FIFA 21 Trailer. Geil. Also FIFA WM, ja, FIFA WM 2018 und hier steht natürlich, machen wir auch mal hier das weiter. So, Karriere laden, wir müssen natürlich, ich habe hier natürlich eine private Karriere mit Unterhaching gespielt. Das habe ich damals auch vorgeschlagen, ne? Ich habe hier auch bei dem Spiel diverse Sachen vorgeschlagen. Sind alle nicht so angenommen worden, also die Ideen, die ich hatte. Genau, Karriere-Test hieß es. Ich weiß es gar nicht. Ich höre gerade, wie es ist im Hintergrund Musik. Ich muss die Musik mal kurz ausschalten. Gut, dass ich dazwischen die ganze Zeit quatsche. Weil das ist natürlich immer so ein bisschen problematisch, wenn hier überall Musik ist und du eigentlich das nicht willst. So. Danke. Habe ich hier tatsächlich Musik an? Auch geil. So, Karriere laden. Muss die Trainerkarriere von hier sein. 7. September 2018. So sieht's aus. Das ist die Mannschaft. Sehr schön. Also, FIFA 18. Sieht schon fast so aus wie das heutige FIFA. Das ist obwohl, naja, heutige. Also FIFA 20, ihr wisst Bescheid. FIFA 21 habe ich mir hier diesen Menü noch nicht angeguckt. Aber passt schon. So, die Aufstellung vom FC Schalke 04. Man spielt hier auch, also wir spielen hier im Endeffekt mit einer 4-1-3-2 Taktik. Vor einem Sturm. Ja, man sieht, dass wir hier tendenziell mit vor einem Sturm noch nicht mal jetzt Marcus Rashford haben. Aber so sieht's mal aus. Auch Nastasic haben wir doppelt. Also hier sind viele Spieler auch doppelt. Also, Burgstaller vorne im Sturm. Dann haben wir Yago Aspas vorne im Sturm. Oczipka auf der linken Seite im Zentralen. Leon Goretzka. Den haben wir haben wir auch später nochmal. Leon Goretzka, toller Spieler. Auch toller Motorspieler. Eine 87. Schöpf haben wir hier auf der Seite. Dann haben wir ein Lerimar, der, glaube ich, auch heutzutage noch spielt. Schwarze, der hat es ja bei Immer United geschafft, als Linksverteidiger. Nastasic, okay, der ist Nastasic ist jetzt deutlich schlechter als der bei Manchester, aber das ist eine andere Geschichte. Hövedes, auch der ist mittlerweile schlechter als beim anderen. Dann haben wir Kaiser als Rechtsverteidiger im Tor. Fährmann, als Ersatzkeeper natürlich Langer, der hat immer bewiesen, dass er als Ersatztorwart richtig gut ist. Koke als Rechtsverteidiger, Kolumbianka als Flügelspieler. Den habe ich eher als LF genommen. Den habe ich eher als LM genommen als LF. So, Lo Celso haben wir noch. McKennie, Grüne. Grüne war ja jemand, wo ich ja gesagt habe, so, der muss eigentlich ins nächste FIFA rein. Haben wir sich damals dagegen entschieden. Dann Björn Hansen. Das ist unser Spieler aus der Jugendabteilung. Ja, das ist unser Spieler aus der Jugendabteilung, aus dem Karrieremodus vom, ich glaube, von FIFA 17. Ja, von FIFA 17, weil ich hatte ja damals einmal gesagt, so von wegen den Spieler, den wir aus Spielermodus haben, nehmen wir nächstes Mal in den Karrieremodus. Da bei FIFA 18 haben wir dann ja schon keine Spielerkarriere mehr gemacht, weil man hat sich dagegen entschieden. Und deswegen, Björn Hansen ist tatsächlich der letzte Spieler gewesen. Also Hansen tendenziell wäre auch so ein Ersatzspieler für zum Beispiel Suzuki, weil der kann genau diese Position spielen. Der ist auch noch relativ jung. In dem Spiel 21, das heißt 3 Jahre höher, ist der 24 bereits. Tempospieler ist der und man hat, guck mal euch die Werte an. Also das ist natürlich eine heftige Geschichte. Also Björn Hansen, definitiv ein genialer Spieler. Vielleicht wählt ihr ihn ins Team. Dann haben wir Insua, dann haben wir Marcus Rashford. Marcus Rashford, da gibt es so eine Geschichte, die haben wir schon gefühlt 1000 Mal erzählt. Wir erzählen sie hier natürlich auch nochmal. Marcus Rashford, der Flui, sehr gegrüßt von hier, hatte damals Stürmer gesucht. Für sein Team haben wir Marcus Rashford vorgeschlagen und kurze Zeit später, während er den Satz noch gezählt hat, dass er einen Stürmer sucht, sucht er einen Innenverteidiger und dann hat der Chat natürlich aufgeploppt, Marcus Rashford. Daraufhin hat Flui gesagt, den Rashford holen wir nicht in die Innenverteidigung. Ja, der kann auch keinen Innenverteidiger und seitdem ist das so ein Running Gag bei uns hier, dass Marcus Rashford in die Innenverteidigung soll. Der ist Stürmer bei uns, der war auch immer Stürmer bei uns. Warum auch immer. Puki, das ist ein Spieler, den wir zurückgeholt haben, den wir ja damals bei FIFA 12, haben wir ja schon gesehen, im Sturm hatten. Teuchert, ja gut, das war immer so eine Mittelgeschichte, also Teuchert hat manchmal überzeugt und manchmal eben nicht. Dann Kehrer in der Innenverteidigung,
Adiwai, der ist ja ein Spieler, der grundsätzlich hier in diesem Let's Play sehr beschimpft worden ist eigentlich, dass gesagt worden ist, warum stellst du den auf? Wieso? In echt ist der ein Lappen, was weiß ich. Aber ich fand den hier im Spiel gut. Also ist meine Meinung. Ich fand den im Spiel gut. Hier, Fabian Rehse, den haben wir hier auch gehabt. Den haben wir jetzt bei, bei Hansa. Hat nie überzeugt. Hat nie überzeugt und eigentlich im Endeffekt hier erst recht nicht. Angel, den hatten wir ja schon mal bei Ingolstadt. Also, das ist die Mannschaft von FIFA 18 und wir gehen in FIFA 19. Da werden wahrscheinlich die meisten noch gute Erinnerungen haben. So, und dann sind wir. FIFA 19. Joa, da hat sich das Cover ja mittlerweile geändert. FIFA 19, einer meiner Favorite-FIFA-Spiele. Ja, natürlich, mein Over-Favorite-FIFA-Spiel ist natürlich immer noch FIFA 2003, aber das liegt einfach daran, dass ich das grundsätzlich sehr viel gespielt habe und halt noch jung war. Und FIFA 19 von der aktuellen Generation, also von der PlayStation 4, ja, noch mein Favorite-FIFA-Spiel. Und schauen wir mal, wie der Kader damals aussah. Auch hier ist natürlich die große Frage, wie sieht das Ganze aus? Natürlich, viele von euch, also sehr viele von euch, können sich bereits daran erinnern, das war unsere erste Livestream-Karriere mit St. Pauli und da gehen wir da direkt mal rein in die Karriere. Ja, viele können sich daran erinnern, haben wir wirklich diverse Saisons gespielt. Das war auch damals tatsächlich die, wo wir am meisten die Saisons gespielt haben. Sogar perfekt hier vorne hingespeichert, sehr schön. Muss ich also beim nächsten Spiel auch direkt machen. Also, wir sind sogar Meister geworden mit St. Pauli als letztes. Also, könnt ihr euch nochmal angucken. Champions League Finale, alles drum und dran. Spieler des Monats, wollen wir natürlich uns angucken. Spieler des Monats wollen wir uns angucken, verdammte Axt. Spieler des Monats ist, ja, geh dahin. Spieler des Monats ist Farina. Farina Perez. Sehr schön. Also, die Aufstellung des Ganzen bei St. Pauli. Vorne im Sturm zwei Stürmer. Ja, zwei Stürmer, Daniele Werde vorne im Sturm. Der hat es ja bei Immun United auch geschafft. Der ist ja eigentlich bei uns ZOM-Spieler gewesen. Aber hier war dabei Johnny Boer. Natürlich, Johnny Boer, wichtiger Spieler vorne auch im Sturm. Man sieht hier auch, die Taktik haben wir hier auch definitiv geändert. Wir spielen hier mit einem 4-2-2-2-Taktik. Also das ist was ganz anderes als die anderen Taktiken. Aber man sieht, dass wir jedes Mal bei jedem FIFA irgendwas anderes gemacht haben. So, weiter im Text dann natürlich Möller-Deli als linker Mittelfeldmann. Auf der rechten Seite Leon Goretzka. Hatten wir ja schon eben bei Schalke gehabt. Hier ist er noch ein Ticken besser. Ja, er ist noch ein Ticken besser. Er ist auf jeden Fall klassischer Motorspieler, wo wir ja dann hier auch Zukowinski haben. Der, auch Motorspieler, bei uns ja zwischenzeitlich Kapitän. Leon Goretzka auch Kapitän gewesen. Dann Eduard Löwen, ZDM-Spieler. Dann haben wir Friedel, haben wir auf der linken Seite der Verteidigung. Kelly, ein Linksverteidiger, den wir in die Innenverteidigung gepackt haben. Der Rufus hatte bei seiner Karriere den als Linksverteidiger gehabt. Wir haben ihn als Innenverteidiger gehabt. Liegt daran, dass er einfach als Innenverteidiger besser funktioniert hat. Dann Prado, ein Jugendspieler. Dann Mielke, das ist ein Däne, der, glaube ich, mittlerweile auch in Topmannschaft spielt. Ja, Plogmann hat bei mir ja grundsätzlich die Kategorie Vogelbeobachter gehabt, weil, weiß ich nicht, also an einigen Momenten hast du dir gedacht, so, was ist das für ein schlechter Torwart? Aber nun ja, so ist es eben. So, dann haben wir hier den nächsten Spieler, den auch einen Spieler, den wir gestellt haben, Madiga. Dann Skip als Verteidiger, Jespersen als dänischer Nachfolger von Hansen. Asta als Rechtsverteidiger, Findole Becker, Liebling von Robby Nator, ja, dann haben wir Soria, Shahin, Cordes, haben wir noch Taylor, Barrios, Brown, Maldonado, Richardson, ja, Richardson auch ein Spieler, der ja tendenziell auch nach oben gehen kann, CJs, dann haben wir Romagno, dann Ufuzu, ja, auch ein Torwart, Oana, den Onana, der eigentlich ja heftig sein sollte, bei uns so überhaupt nicht funktioniert hat. Deswegen haben wir ja Plogmann dann ins Tor gestellt, weil ich weiß nicht warum, aber irgendwie hat der Kameruner nicht bei uns funktioniert. Dann der Spieler des Monats, Paris Farina. Auch ein Spieler, dem man definitiv die Chance geben kann. Bailly haben wir, Miracci haben wir, Knoll, Hansen, Falke. Falke auch ein Spieler, der immer mal wieder eingewechselt worden ist und immer mal wieder für Stunk gesorgt hat. Das ist die Mannschaft von FIFA 19. Die FIFA 20 Mannschaft seht ihr gleich. Ich werde das wahrscheinlich direkt nach dem Livestream machen, deswegen wird der Livestream dann komisch beendet sein. Aber jetzt wisst ihr dann gleich warum. Also, FIFA 20,
den aktuellen Kader, den ihr kennen müsstet. So, hi, damit sind wir bei FIFA 20. Ja, für euch ist das jetzt schon ein Tag oder zwei her seit dem Stream. Für mich ist das jetzt vor 3 Minuten gewesen. Der Stream ist jetzt vorbei. Los kann's gehen. Also, ja, der letzte Stream, ich weiß auch nicht, mein Programm hat da so ein bisschen rumgemuckt, deswegen ist das Video extra noch neu hochgeladen worden. Natürlich gucken wir uns auch hier das Team an, der Karrieremodus mit Hansa Rostock. Der letzte, ja, das war damals da, also. Gut, also, die Karrieremodus, ja, wir sind hier Vizemeister geworden. Für diejenigen, die es nicht gesehen haben sollten, sollten das letzte Video sich angucken. Ne? Ist hochgeladen worden und logischerweise sind die Spiele alle nicht verfügbar, aber man kennt das ja, man kennt das ja. Also, die Aufstellung, die Mannschaft von Hansa Rostock FIFA 20. Und zwar, wir haben hier im Spiel grundsätzlich mit einer 4-4-2 gespielt. Manuel Neuer im Tor, klar, wenn wir den Neuer jetzt neu hätten... Ganz ehrlich, ein 77er Torwart wird es, glaube ich, dann nicht mehr sein. Wird heftig sein. Dann haben wir natürlich hier viele, viele Spieler, die selbst mittlerweile von EA ja generiert worden sind, aus unserer eigenen Jugend. Also wir haben hier sehr viel auf Jugendarbeit gesetzt. Also unter anderem hier Johansen, der ja eigentlich unser rechter Verteidiger als Ersatzspieler war, weil sich Winter verletzt hat am Ende der Saison, aber Anfang der letzten Saison, genau. War natürlich bitter, dann haben wir hier noch einen Shima Mulara. Naja gut, also der ist mir nicht so aufgefallen, den haben wir teuer gekauft, aber so positiv ist er nicht aufgefallen. Lund, Eigengewächs, dann haben wir Walter, super Linksverteidiger, definitiv, hat sich definitiv bewiesen. Dann Daniel James, Flügelflitzer, hatte ich mir einen Ticken mehr erhofft. Aber hey, am Ende haben wir ja trotzdem Trophäen geholt. Mohamed Kudus. Den Flui immer gerne mal in den offensiven Bereich gesehen hat. Wir haben ihn jetzt Mittelfeldmann geholt, der auch mal nach vorne laufen kann. Wir haben ihn dementsprechend auch in die Defensive trainiert. Frank Hübner, mein persönlicher, einer meiner Favorite-Spieler irgendwie, weil er immer mal da war, wenn man ihn brauchte. Bachmann, der eigentlich lange Zeit auch tatsächlich überhaupt nicht so wichtig war bei uns. In der letzten Saison dann doch. Vorne im Sturm Thompson, Eigengewächs. Wahrscheinlich braucht der einfach nur einen Ticken länger nochmal. Weil der mit 1981 hat, der kann richtig heftig werden. Und mit Mecha, mit einer 5, als 25-Jähriger, 88. 88 als Stürmer. Er hat schon Jellyfish-Charakter. Man muss es einfach so sagen. Es ist schon heftig. So, Ersatzspieler. Butzen haben wir als Ersatzspieler. Den haben wir lange Zeit mitgetragen. Einfach, weil er die Erfahrung hat. Und genau deswegen auch bei uns als Verteidiger dann Geld. Breun haben wir hier als Ersatzspieler. Glatzel hat diverse Trophäen geholt in der letzten Saison. Haben wir noch gesehen. Diverse Trophäen hat er noch geholt. Fabian Riese haben wir ja schon bei Schalke gehabt hier. Hier als RM. Naja gut, ne? Iwina hat man, glaube ich, relativ früh geholt. Der hat sich als guter Spieler erwiesen, bis halt James kam. Dann haben wir den ausgewechselt. Dann O'Grady, nicht eingesetzt, aber nun ja. Hüsing, lange Zeit mitgenommen, auch geholt, relativ früh. Lange Zeit unser Kapitän gewesen, dann aber eben halt wegen dem Alter verschuldet. Dann auf die Ersatzbank gewandert. Franke, Fehleinkauf, man muss es so einfach sagen. Jansen. Einer der Torhüter, wo du dir denkst, so, oh je, was um Himmels Willen ist falsch gelaufen. Da hast du einen 85er Torwart und der kann gar nichts. Es ist echt bitter. Dann Neidhardt als linker Verteidiger, McAllister als Ersatzspieler, Lloyd, habe ich mir auch eigentlich mehr erhofft. Am Ende ist er jetzt doch nur Reservist geworden. McDonald's aus der eigenen Jugend. Das ist Winter, den ich ja eben schon erwähnt hatte, der eigentlich gut ist, plus eben sich verletzt hat und genau deswegen das Defizit hat gegenüber jetzt Walter, weil Winter eben die Saison nicht spielen durfte. Czerny haben wir noch in der letzten Folge hochgezogen und Boyce haben wir auch in der letzten Folge hochgezogen. Das heißt, weder den einen noch den anderen Spieler haben wir irgendwie spielen lassen. So, das war's. Das waren alle Kader. Ihr könnt jetzt abstimmen. Unten in den Kommentaren 11 Spieler müsst ihr nennen. Am besten noch eine Aufstellung. Weiß ich nicht. Ihr könnt auch irgendwie einen Abschluss schreiben. Ja, macht das mal im 4-4-2 und zwar mit folgenden Spielern. Na, vielleicht ist eure Mannschaft auch die Mannschaft, die später dann bei Immun United aufläuft. Ihr entscheidet, schreibt fleißig in die Kommentare und ich hoffe, euch hat das Ganze gefallen und wir sehen uns hoffentlich dann zu Immun United bei FIFA 21. Wann das kommen wird,
ich würde mal fast schon sagen, wir beginnen im November und bis dahin habt ihr definitiv Zeit. Also bis zum 31.10.2020 habt ihr Zeit mit der Abstimmung, dann ist vorbei, dann erstellen wir immer ein United und dann hoffentlich mit einer glanzvollen Karriere. Ich bedanke mich fürs Zuhören und fürs Dabeisein, auch in diesem langen Video. Bis dann, ciao, ciao.